Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Rising World hier auf Let's Multiplay. Wir haben wieder ein bisschen weitergebaut und an dieser Stelle nochmal großen Dank an den Markus Vita, denn wir haben uns hier ein paar Notizen gemacht. Man sieht es nicht so gut, oder? Man sieht es hier. Ja, man sieht es hier ein bisschen. Der hat nämlich vorgeschlagen, dass wir eine Werkstatt, eine Küche und eine Schmiede bauen. Oder bauen sollten nach Vorschlag. Wir sehen hier schon eine Werkstatt, haben wir schon gebaut. Vielen Dank, Markus, an dieser Stelle für deinen Vorschlag. Wenn ihr weitere Vorschläge habt, schreibt es da unten einfach in die Kommentare rein. Und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge von Rising World. Hab ich jetzt das Spiel an? Ja, hab ich. Sehr schön. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rising World hier auf Let's Multiplay in Kooperation mit Fail. And you failed. Dann in Kooperation mit... ich hab's auch gemerkt. Okay, ja. Mikrofon war deaktiviert. Nicht schlecht, ne? Ja, geiler Typ, ne? Geiler Typ. Ja, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Name ist Programm. Einmal mit Profis arbeiten, ne? So, dann ist dabei der Showtek. Hi, hi. Hallo, Showtek. Und der Charlie ist auch dabei. Moin. Sehr schön. Ja, sehr gut. Wie ihr sehen könnt... haben wir schon ein bisschen was gemacht. Wir haben hier zum Beispiel, ich lese euch das mal vor, den wunderbaren Gedenkstein. Dieser Stein wurde von einem wütenden Mob errichtet. Er soll zeigen, was passiert, wenn Admins vergessen, ein Passwort auf den Server zu setzen. Dieser Stein ist ein Mahnmal für alle Admins. Setzt ein Passwort auf eure Server. Gedenktafel sponsert bei Let's Multiplay, das bin ich. Ja, und dieser Stein sieht halt aus wie Mittelfinger. So. Oh. Oder so ähnlich. Etwa. So in ganz etwa. Gut. Das ist ganz grob gesagt. ja, entsprechend wurde er hier eingezäunt für Besucher, für neugierige Besucher, damit die nicht so hier so Larifari-Zeug hier machen. Wir haben hier schon einen Marktstand. Oh, Tomate daneben geworfen. Haben wir schon mal zwei Stück aufgebaut für unseren späteren Marktplatz, damit ihr quasi auch Sachen kaufen könnt hier. Hier werden wir einen wunderbaren Brunnen platzieren. Der ist aktuell noch ohne Wasser. Aber da werden wir gleich mal Fail kurz mal schlachten und sein Blut da reinlaufen lassen. Fail. Hey. Oder? Ja, ich habe hier gerade noch wenig Leben, aber trotzdem, ich habe viel Stuff dabei. Ja. Dann haben wir hier einen wunderbaren, eine Terrasse, Marktplatz, wie auch immer. Auf der wir dann auch noch wunderbare Sachen machen können. So, dann gehen wir jetzt mal hier in unseren Berg hinein, die Treppen hoch. Kurze Frage. Ja. Lampen für einen Keller? Gibt's nicht. Kriege ich die? Oh. Doch, kannst du craften. Zeigen wir dir gleich mal. Genau, wir sind jetzt hier die Treppen hochgegangen. Du musst mal genau, da unten läufst du gerade schon in das Haus rein, in die Hütte. Da kannst du ja irgendwo welche craften. Wir haben hier einen wunderschönen Balkon. Oder eine Terrasse. Mit Ausblick auf den Mob da unten. Auf unsere kleinen Bürger und Bauern. Jetzt habe ich mir keine Steine mitgeholt. Ja, das ist natürlich doof. Das heißt, wir sehen halt hier, wie der Mob nachher auch tobt und uns mit Fackeln ermorden möchte. Das können wir von hier aus alles beobachten und quasi genau sehen. Wir haben halt hier dann noch einen wunderbaren Smoker. Nicht der Fail, sondern der Grill hier. Der ist halt auch da. und noch einen zweiten normalen Grill. Und hier haben wir so eine kleine Lebensmitteltruhe. Haben wir schon ein bisschen Steak vorbereitet, ein bisschen Bacon gegrillten, jede Menge Tomaten. Und ja, Tomaten haben wir im Überfluss. Ja. Das stimmt. Und ich zeige mal, warum wir Tomaten im Überfluss haben. Achso, hier ist übrigens ein Haus, was Showtek gebaut hat, was ich auch sehr, sehr schön finde, optisch. Ich habe dann halt immer zu Showtek gesagt, ey, Showtek, wir machen kein Flachdach, wir machen mal so ein richtig schönes Dach. Und habe dann in Zusammenarbeit mit Showtek, also Showtek hat die Mauer gezogen. Hat er nicht gesagt. Nein. Also Showtek hat hier die Mauer gezogen und ich habe das Dach hochgezogen. Das stimmt. Ja, das war schon ganz cool. War schon ein cooles Teamwork. Und haben halt jetzt hier eine Hütte gebaut. Oh, Moment, das muss ich nachher mal zensieren hier, das Foto. das ist, wie heißt sie denn? Eve Angeline Lilly spielt unter anderem in Lost mit. Kennst du die persönlich? Nee, ich kenne sie leider nicht persönlich. Die hat so schöne Sommersprossen, hat sie. Ach, warte, ich muss ja alle schnell runterkommen, weil du siehst ja meine Bilder nicht mehr, die wo ich reingemacht habe. Nee, das stimmt. Also das ist ja, warte mal schnell kurz, heraußen ist ja das Schild Werkstatt. Ja. Genau. Ach so, das Schild sehe ich zum Beispiel auch nicht mehr, genau.
Ja, genau. Das zeigen wir im Showtext-Video gleich. Ja. Ja. Dann haben wir hier drinnen den Audi. Schönes Fahrzeug. Das ist so geil, wie du einfach von der leeren Wand guckst und sagst, da ist ein Audi. wie kann ich Lampen platzieren? Musst schauen. Welche Lampen hast du? Die Deckenlampen. Du musst einfach nur oben an die Decke bist hoch F1. Und dann. Ja. Und dann schaust, wenn es hell ist und nicht rot, dann kannst du es oben, musst rechtsklicken, draufbleiben. Ah, okay. Ja, danke. Genau. Ja. Neben ist ja noch ein schönes Bild von mir, von der WM letztes Jahr. Du guckst wieder auf eine leere Wand, ich weiß nicht, was du da siehst. Nee, das Bild war richtig geil. Ja, und hier haben wir noch mehr ein schönes Bild von einem R8. Hm, ich sehe nur, wo du ist. Ja. Ja, also das Problem ist, ihr müsst im Prinzip eigene Bilder, die ihr platziert, könnt ihr halt komplett sehen, die ganze Zeit. Immer. Und Bilder, die jemand anders platziert, dann müsst ihr im Umkreis von 5 Metern stehen, ne? Das war doch so fair, ne? Ja, aber Totec und mir ist aufgefallen, dass nach einem Reconnect die Bilder von demjenigen wieder nicht sichtbar sind. Ah, okay. Heißt, der müsste die dann wieder neu platzieren. Ja, okay. Genau. Ja, ein Foto habe ich noch hier draußen, das habt ihr alle noch nicht gesehen. Das einfach so. Ja. Das sehen wir auf deinem Video nachher. Ja, genau. So, dann haben wir hier noch eine wunderschöne Mülltonne, in der wir Items reinschmeißen können, um sie zu löschen. Auch relativ simpel. Wir haben hier einen Hochofen, der allerdings noch nicht funktioniert aktuell. Wie sieht es denn hier eigentlich schon wieder aus? Moment. Hey, lass es, das habe ich gemacht. Echt? Okay. Ja, okay. War beabsichtigt. Soll ja wenn mal. Ja, ich verstehe. Dann lass. Hä? Hier liegen noch Blöcke? Kann ich die jetzt aufsammeln? Nee. Manchmal backen Blöcke auch. Das ist manchmal ein bisschen doof hier. Wir haben hier noch einen wunderschönen Kräuter-Gemüsegarten. Hier. Und da wachsen jetzt auch gerade Tomaten. Da hinten wachsen zwei einsame Karotten. Die sind auch schon fertig, sehe ich gerade. Ja. Und der Sichel, gell? Wieder Sichel. Sichel. Haben jetzt drei Setzlinge abgegeben. Also manchmal gibt es nur ein Setzling zurück, manchmal gibt es auch mehr Setzlinge zurück. So, das heißt, wir versuchen die Tomaten, die Karotten hier weiter zu reproduzieren. Ja. Ja, also ich glaube, ich habe mir das größte Projekt jetzt vorgenommen, da hier oben. Ja, Tom baut oben eine Burg. Wundert euch nicht, dieses Fliegen liegt nicht am Kreativmodus. Also wir bauen auch noch. Ein Smiley. Wir bauen auch die ganzen Sachen immer noch manuell ab. Also wir ercheaten uns hier sozusagen nix. Und hier oben ist noch die Fackel des ewigen Feuers. Die hier ewig brennt. Ja, und ich baue aktuell das Wohnzimmer. Zumindest versuche ich es. Ich komme gleich mal runter zu dir. Showtek will jetzt hier eine Burg bauen. Damit wir auf den Mob noch besser runtersehen können und ihm zuwinken können. Hallo Mob! Warte, was? Den drei, Pöbel. Den Pöbel. Die 3Ks, die hast du nicht vergessen. Die 3Ks? Was? Wo? Ja, und so eine 3Ks da oben da. Weißt schon. Ach so, ja, hab ich doch hab ich schon gezeigt. Was? Hast du schon? Ja, hab ich eben gerade gemacht. Absch gemacht. Von, so. Von euch hat nicht jemand zufällig Erde? Haben wir noch Erde? Nein, wir haben keine Erde mehr. So, beim letzten Mal hatten wir schon ein bisschen was gezeigt. Oh, ich habe mich in der Tür festgebracht. Doch, ich habe 16 Stück. Wie viel brauchst du? Ich glaube, das hier war 16 Hidans. Stück. Nee, das war Tims Zimmer hier. Mach mal die Tür zu, Privatsphäre genau, eure, und so. Eure müsst ihr ja noch machen. Ja, machen wir irgendwo. Wo bist du? Ich bin gerade unten auf dem Marktplatz. So, da haben wir hier. Bauen wir aktuell, glaube ich, ein Wohnzimmer, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau, der große Raum, wo gerade jetzt nicht wirklich was ist, das ist das Wohnzimmer, das ist korrekt, ja. Ja, da sind wir jetzt gerade auch dran, das zu bauen. Und sonst habe ich nichts vergessen, nee. Das ist unsere Wohnung aktuell, also unsere Wohnung, in Anführungszeichen. So, was haben wir denn noch hier? Okay. Ja, ich komme schon. Wir sind jetzt auch gerade noch dabei, eine Burgmauer zu bauen hier. Zumindest ja, geil, ich bin gerade dabei. Der Rest ist ja mit anderen Sachen beschäftigt. Ich weiß gar nicht, wo ist Charlie eigentlich? Was macht der jetzt eigentlich? Ich bin im Keller. Achso, der hackt Steine, okay. Hol den Keller aus.
und Weinkeller. So. Ah. Sehr gut. Ja, und wir werden jetzt hier mal unsere Burgmauer weiterziehen und weiterbauen und machen und tun und ja. Genau. Wie die verrückten Bekloppten machen wir das hier. So. Wir suchen es zumindest. Ja, wir suchen es zumindest, das stimmt. Wir also tun, als könnten wir es. Ja, das kommt auch nochmal dazu. Und wir haben uns halt überlegt, so, warum machen wir das Ganze eigentlich? Weil wir es können. Weil wir es können. Ja. Unter anderem. Unter anderem, ja. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Aufgang zu unserem Burg. Ist das der Burgfried eigentlich? Ja, ne? Nee, doch. Der Wall, der ist der Burgfried, ne? Ja, doch, doch. Und da haben wir halt hier so kleine Schießscharten. Falls noch mal Eindringlinge kommen, damit wir die abwehren können. Und naja, Ziel ist natürlich, dass wir irgendwann hier mit dem nächsten Update hoffentlich auch selber kochen können. Also nicht selber kochen, sondern unsere Frauen werden dann natürlich kochen. Ne, Schottrick? Ja. Wissen die auch schon von ihrem Glück? Na, ich glaube noch nicht. Also, nee, meine noch nicht. Ja, aber soll im nächsten Update ist das Fail, ne? Wie bitte? Im nächsten Update soll das schon kommen, ne? Wasser und sowas? Ja. Ich mein schon, ja. Ja, auf jeden Fall. Oh fuck, ich muss was trinken und was essen. Ja. Entschuldigung. So. Solltest du vielleicht machen. So. Genau. Wir bauen jetzt nämlich, wir brauchen jetzt nämlich mehr Sandstein. Oh. Was ich mich ja frage, ja, du machst Stein Sandstein aus Stein, das musst du auch noch wissen, Charlie. Also nicht, dass du was Falsches abbaust, das ist einfach, man macht Sandstein aus normalem Stein. Ja. Es ist zwar ein bisschen unlogisch, dass wir Sandstein für einen Burgwall benutzen, aber aktuell ist es halt so, dass das Schadensmodell von den Steinen her, also man braucht für jeden Stein genau gleich viele Schläge, das heißt, es macht keinen Unterschied, ob wir jetzt Sandstein oder Metall benutzen, das ist aktuell einfach nur optisch. Das Ganze. So, wie gesagt, wir können immer mit der linken Maus. Haben wir hier irgendwo was zu essen? Ja, ja, wir oben. Haben ganz viele Tomaten. Okay, cool. Einfach und mal nach oben hochfliegen. Und da einfach mal rausziehen, den Scheiß. Den Kram, meine ich. Du bist ein kaputter Mensch, Flo. Ja, ich weiß, ey. Ich weiß. Ja, ich weiß. Direkt zum Mongo. Ups. Na, Vorschlaghammer. Bringt nichts. Habe ich mich verbaut. Wenn ihr mich verbaut, bleibt euch keine andere Wahl, als den Stein mühselig kaputt zu hacken. Kurz und knapp. Ach, habt ihr eigentlich mitbekommen, dass auf einer Uni hier in Deutschland. Nein. Nein, echt nicht? Wieso nicht? Nein. Komm, das waren doch die Top-Themen. Welche Top-Themen? Wo guckst du denn deine Top-Themen durch? Ey? Naja, auf jeden Fall, die wollten Abi-Streich machen. Mhm. Und haben sich halt als Terroristen verkleidet und haben die Uni mit Softdisk gestürmt. Und die Schüler und so fanden das gar nicht lustig und auf jeden Fall ist Dings ausgebrochen, riesen Panik und kann man natürlich auch verstehen, ne? Also ja. So eine Uni einfach mal mit Softwarewaffen zu stürmen, aber ist schon ein bisschen behindert. Genau. Glück, ja. Muss man ganz ehrlich sagen, dass die Typen noch alle am Leben sind, ne? Weil jetzt, wenn man sich mal die USA anguckt, ne? Der da wäre das Ganze. Wären sie erschossen worden. Ja. Ja, genau. Aber mal ganz locker entspannt. Achso, es war. Erst schießen, dann fragen. Ja. Ne? War doch auch immer so. Ja, das ist bei dir. Wieso, gibt's da noch eine andere Möglichkeit? Nein. Wir fahren nur nicht mit Terroristen. Sagen die USA doch immer. Irgendwie kriege ich hier keine Gerade hin, Alter. Was ist denn heute los, ey? Hast du viel getrunken? Nee, ich habe gar nichts getrunken, das ist ja das Problem. Ja. Wollte ich würde sagen. Mal was trinken. Ja, ich muss mal schauen, was ich habe. Vielleicht habe ich auch noch einen Ketten morgen. Das wäre nicht verkehrt. Ich habe aber Coca-Cola nicht zu Hause. Mir ist doch egal, trinkst du pur. Macht meine Freundin auch.
Reden wir jetzt von Alkohol oder Eiweiß? Beides. Beides.